begrüße euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich mit euch Eclairs, Mauserl, Liebesknochen, wie sie auch immer heißen mögen, zubereiten. Dazu brauche ich einmal Milch, Wasser, ihr könnt auch nur Wasser verwenden oder auch nur Milch, etwas Salz, nicht zu viel, Zucker, Butter, Vanillezucker, etwas abgeriebene Zitronenschale und diese Zutaten lassen wir miteinander mal aufkochen und fügen dann Mehl dazu hinein. Mehl ist glatt und ist gesiebt. Schalten wir ein bisschen zurück. Die Masse so lange rühren, bis sie sich vom Geschirrrand löst. So, diese schalten wir jetzt ab und stellen es zur Seite, lassen es etwas überkühlen und dann erst die Eier hinein, ansonsten würden sie ausflocken. Die Masse gebe ich nun in ein Rührwerk, umso schneller wird es auch auskühlen. Inzwischen kann ich mir auch schon einmal die Fülle zubereiten, indem ich etwas von der Milch wegnehme, diese mit Zucker verbinde und mit Puddingpulver verrühre. Die verbleibende Milch aufkoche. So, die Puddingmasse ist gut verrührt, die Milch kocht auf. Wir werden diese Puddingmasse jetzt einrühren. Ihr werdet euch schon gewundert haben, dass ich Schokoladepudding verwende. Die klassische Art eines Eclairs ist ja mit Vanille zu füllen. Ich habe mich heute für Schokoladefüllung entschieden. So, das können wir schon mal abdrehen, wegstellen. Und die Puddingmasse werden wir jetzt gut kalt werden lassen, dazwischen öfters verrühren, glatt rühren sozusagen. Nun können wir auch bei unseren Eclairs selber weitermachen, indem wir Ei aufschlagen und hineingeben. Das machen wir nach und nach, nicht alle auf einmal, gut durchrühren lassen. Die Masse sollte gut dressierfähig sein, also man kann ruhig dann noch ein Ei mit hineingeben, wenn es euch zu hart ist. So, ich glaube, diese kann man jetzt auch abschalten und herausnehmen. Ja, schaut nicht schlecht aus, kann man schön dressieren, wie nehmen wir. Die Masse wird nun in einen vorbereiteten Dressiersack oder Spritsack mit einer Sterndüle gegeben. Und ein mit Backpapier ausgelegten Backblech dressiert. Ich behelfe mir da, dass das ein bisschen besser geht, dass es nicht verrutscht beim Aufdressieren. Backofen nicht vergessen zum Einschalten. Und dann machen wir in etwa 8 bis 10 cm lange aufdressierte Eclairs. Ihr könnt diese auch natürlich mit einer Schere abschneiden, aber wenn man schnell genug ist und aufzieht, ist auch das kein Problem. So, nun, die Größe natürlich ist euch überlassen. Wenn ihr Petit Fours zubereiten wollt, dann dressiert man es etwas. Nun kommen die in den vorgeheizten Backofen bei etwa und werden darin fertig gebacken. Nun, 30 Minuten knapp sind vergangen. Ja, kann man lassen.
Wir werden diese noch ein bisschen nachziehen lassen. Nun, diese lassen wir jetzt gut abkühlen. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten, diese zu füllen. Entweder man schneidet das Produkt auseinander und füllt es dann. Oder, wie ich es heute vorzeigen möchte, ich steche ein paar Löcher hinein. Ja, und währenddessen diese noch gut kühlen, mache ich mir schon meinen Schlagobers. So, auch den können wir jetzt abschalten und den glatt gerührten kalten Pudding jetzt einmischen. Und die Fülle wäre jetzt fertig. Ihr könnt natürlich auch noch als Geschmacksstoff einen Rum dazu lernen. Und während ich die Krapferl und die Creme in den Kühlschrank gestellt habe, werde ich mir jetzt mal Schokolade mit Butter zerlassen, um diese als Glasur zu gewinnen. Nun, auch die Glasur ist jetzt fertig. Können wir auch abdrehen. Ich lasse es immer über Wasserdampf eben zerfließen. Stellen wir jetzt einmal weg. So, nun auch die Creme ist gut gekühlt, gebe ich in einen Dressiersack und fülle jetzt damit die Brandteigkrapferl. Es ist genügend Luft drinnen, könnt ihr schön anfüllen. Gefüllt sind diese, jetzt brauchen wir es nur mehr in Schokolade tauchen. Eins nach dem anderen. Geht relativ rasch. Gut, noch die letzten beiden. Fertig. Und unsere Mauserl Liebesknochen oder Eclairs, wie noch bezeichnet werden. Diesmal aber mit Schokofüllung. Ja, ich wünsche euch beim Nachmachen gutes Gelingen. Ihr werdet sehen, es ist traumhaft. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe auch, wir sehen uns bei meinen vielen Rezepte auch wieder.